Die Lufthansa, gegründet in den turbulenten Jahren der Weimarer Republik, wurde sie schnell zu einem Symbol des technischen Fortschritts und des deutschen Nationalstolzes. Doch ihre Geschichte ist nicht ohne negative Aspekte verlaufen. Während des Nationalsozialismus wurde die Lufthansa unweigerlich in die Maschinerie des NS-Regimes eingegliedert. Eine dunkle Periode, die dem Unternehmen bis heute nachhängt. Die Neugründung in der Nachkriegszeit sollte den Namen in ein unberührteres Licht rücken. Doch die komplexen und oft widersprüchlichen Kapitel des Unternehmens zeigen uns das Spiegelbild der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Einer der wichtigsten Männer in der Entstehungsgeschichte der Lufthansa war Erhard Milch. Am 30. März 1892 wurde er in Wilhelmshaven als Sohn von Anton Milch, einem Marinebeamten und Oberstabsapotheker der deutschen Armee, und Clara Wilhelmine Milch geboren. Erhards Kind- und Schulzeit verliefen normal, doch die Karriere seines Vaters und die damals stark durch Militär und Marine geprägte Stadt erweckten in ihm das Interesse fürs Fliegen. Nachdem er sein Abitur erfolgreich bestanden hatte, trat er als Fahnenjunker in das Fußartillerieregiment ein. Es war nicht das, was er sich gewünscht hatte, doch es war ein Anfang. Als der Erste Weltkrieg begann, zog es auch ihn in den Kampf. Anfangs hatte man Erhard als Flugzeugbeobachter ausgebildet und eingesetzt. Und je öfter er die Flugzeuge in der Luft sah, desto mehr sehnte er sich danach, selbst in einem zu sitzen. Er wurde zum Oberleutnant und Offizier des Schulkommandeurs der Flugschule in Kurland und nahm sich diese Aufgabe so sehr zu Herzen, dass er, kurz vor Kriegsende, das Kommando über die Jagdgruppe 6 übertragen bekam. Aber sein Traum vom eigenen Fliegen sollte ihm verwehrt bleiben. Zumindest dieses Mal. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und der anschließenden Demobilisierung der deutschen Streitkräfte musste Erhard, wie viele seiner Militärkollegen, seinen Platz in einer veränderten Welt finden. Für ihn gab es nur einen Weg, den Weg in die zivile Luftfahrt, die zu jener Zeit extrem zu wachsen begann. Erhard machte sich schnell einen Namen, indem er für verschiedene Fluggesellschaften arbeitete und dort seine militärische Erfahrung, gepaart mit der Leidenschaft zu seinem technischen Wissen, einbrachte. Und so war er plötzlich maßgeblich an der Entwicklung des deutschen Luftverkehrs beteiligt. Aber nicht nur Erhard zeigte seine große Überzeugungskraft, sondern auch die Deutsche Bank. Sie spielte nämlich eine entscheidende Rolle bei der Gründung der deutschen Lufthansa AG im Jahre 1926. Die Deutsche Bank hatte ein strategisches Interesse an einem gut entwickelten Luftverkehr in Deutschland. Profit. Mit der treibenden Kraft der Bank wurden die beiden damaligen Fluggesellschaften Aero-Lloyd AG und Junkers Luftverkehrs AG zusammengelegt und in Deutsche Lufthansa AG umgetauft. Erhard wurde die führende Person beim neu gegründeten Unternehmen. Er war zufrieden, denn irgendwie hatte er es ja doch geschafft, seinem Traum wieder näher zu kommen. Und er hatte große Pläne. Er nutzte seine Erfahrungen und Kontakte aus seiner militärischen Laufbahn und seinen früheren Positionen in der Luftfahrtindustrie, um die Fluggesellschaft zu formen. Unter seiner Leitung und dem nötigen Wissen wuchs das Unternehmen schnell und entwickelte sich gnadenlos weiter. Er wollte, dass der Name Deutsche Lufthansa AG zu einem Sinnbild deutscher Pünktlichkeit, Korrektheit und Mobilisierung würde. Unterstützung bekam er dabei von Emil Georg von Staus, der als Aufsichtsratschef beim Unternehmen agierte und von der Deutschen Bank als perfekter Lobbyist die Fäden zog. Als die Nationalsozialisten einige Jahre später an die Macht kamen, veränderten sich die Umstände im Land grundlegend. Hermann Göring, der als einer der prominentesten Nationalsozialisten und später als Reichsluftfahrtminister bekannt ist, erkannte Erhards Talent sofort. Außerdem waren sich die beiden schon vor der Machtübernahme der Nazis nicht fremd. Und nicht nur das. Erhard hatte verstanden, dass die Deutsche Lufthansa AG von Subventionen des Regimes abhängig war, um ihre Stellung in der internationalen Luftfahrt zu festigen. Mit üppigen Geldzahlungen an Hermann Göring begann er sich an die Nationalsozialisten anzunähern. Als Hitler 1933 Reichskanzler wurde, erhielt Erhard die Nachricht, dass er in seine Regierung berufen wird. Ein immenser Meilenstein in seiner Karriere. Von diesem Zeitpunkt an war er Görings Staatssekretär und gleichzeitig der Vorstand der Deutschen Lufthansa AG.
was ihm die Herrschaft sowohl über die militärische als auch über die zivile Luftfahrt im Dritten Reich zusicherte. Erhard arbeitete eng mit Hermann Göring zusammen, um die deutsche Luftwaffe auf den geplanten Zweiten Weltkrieg vorzubereiten. Erhard zeigte sich dankbar, denn ohne Hermann Göring hätte er es wohl nicht als Staatssekretär in das Reichsluftfahrtministerium geschafft. Alles lief gut, bis zu einem schicksalhaften Tag. Plötzlich kamen Gerüchte auf, der mächtigste Mann der deutschen Luftwaffe hat jüdische Wurzeln. Erhard war überrascht. Er hätte nie gedacht, dass eines Tages die Wahrheit ans Licht gelangen würde. Er geriet in Panik. Sein Vater war tatsächlich ein konvertierter Jude gewesen und hatte damals seine nicht-jüdische Mutter geheiratet. Er wusste, dass die Abstammung des Halbjuden seine Karriere sowohl bei der deutschen Lufthansa AG als auch im Regime ernsthaft in Gefahr brachte. Er brauchte eine Lösung und zwar schnell. Der Druck der Öffentlichkeit zwang ihn dazu, einen sogenannten Aria-Test vorzulegen. Nächtelang saß er in seinem Zimmer und überlegte, wie er aus dieser prekären Lage herauskommen konnte. Dann hatte er eine Idee. Er behauptete, dass seine Mutter ihn und seine Geschwister nicht mit seinem Vater Arnold gezeugt hatte, sondern mit dessen Bruder, also Erhards Onkel. Zu seinem Glück beglaubigte die NS-Führung seine unglaubwürdige Geschichte. Nicht zuletzt, weil sein Vater ein Jahr zuvor verstorben war. Und so war Erhard arisiert und seine Karriere gerettet. Während er an der Spitze blieb, mussten andere Deutsche mit jüdischer Abstammung die deutsche Lufthansa AG in diesen Zeiten verlassen. Erich Schatzky, der damalige Techniker des Unternehmens, saß in seinem Büro, als die Tür aufflog und ein NS-Offizier den Raum betrat. Er sagte: "Herr Schatzky, wenn der Führer an die Macht kommt, dann schmeißen wir sie hier raus. Das werden Sie sehen, denn wir übernehmen jetzt das Ruder." Erich Schatzky erwiderte: "Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde sowieso gehen." Er floh mit seiner Familie nach Amerika und begann dort für die US-Armee Flugzeuge zu konstruieren, mit denen die USA später den Krieg gewinnen werden. Von nun an verantwortlich für die Ausbildung von Piloten, schleuste Erhard unterdessen ganze Truppen durch die Lehrgänge der deutschen Lufthansa AG, um Streitkräfte für zukünftige Angriffskriege zu haben. Er änderte auch das Firmenmotto in "Fliegen heißt Siegen über Zeiten und Weiten." Mit dieser Treue hatte er sich Freunde im NS-Regime gemacht und bekam 1936 das Angebot, die kaputten oder abgeschossenen Militärflugzeuge von seinem Personal wieder instand setzen zu dürfen. Er wusste, dass dies ein attraktives Geschäft für die deutsche Lufthansa AG darstellte, denn der Krieg war vorauszusehen und so wurde sein Unternehmen zur Reichsflugstaffelwerkstatt. Der Tag, der in die Geschichte eingehen sollte, war der 1. September 1939. Nach einem sorgfältig ausgearbeiteten militärischen Plan griff die deutsche Luftwaffe in einem Überraschungsangriff polnische Städte, Flugplätze und Militäreinrichtungen an. 600 Flieger hatte Deutschland bei diesem Überfall verloren, die eigentlich von der deutschen Lufthansa AG repariert werden sollten. Erhard stand vor den Trümmern der Armeeflieger. Er war auf diese große Anzahl von abgestürzten Flugzeugen allerdings nicht vorbereitet. Ihm fehlte es schlichtweg an Arbeitskräften. Das galt es jetzt auf irgendeine Art und Weise zu beschaffen. Er blickte sich um und hatte schon eine Lösung. Unternehmensmanager sollten als sogenannte Käufer in das besetzte Polen und Weißrussland und in die besetzte Ukraine fahren, um dort Arbeitskräfte zu erwerben. Menschen, deren Länder die deutsche Wehrmacht besetzte und die die deutsche Lufthansa AG als Zwangsarbeiter beschäftigte. Erhard hatte nun genug Arbeitskräfte und machte mit seinem Unternehmen den Reibach. Vor allem dann, wenn die deutsche Reichsluftwaffe Verluste zu verzeichnen hatte. Sein Umsatz belief sich zu dieser Zeit auf 2.722.641 Reichsmark, den er unter dem Posten Sonstiges ablegte. Erhard war nicht mehr zu bremsen. "Wir können so viele Arbeitskräfte haben, wie wir benötigen, und sollten wir mal mehr brauchen, dann fängt Himmler noch welche." Mit steigendem Umsatz und ausreichend vielen Arbeitern genoss Erhard Privilegien und versuchte gleichzeitig den Ruf des Unternehmens als
ganz normale Fluggesellschaft zu wahren. Als die Alliierten im Frühjahr 1945 nach Deutschland einfielen, musste die deutsche Lufthansa AG reagieren. Erhard wurde bewusst, dass der Krieg verloren war. Er versuchte mit allen Mitteln, die Zwangsarbeiter aus den Werksgeländen seines Unternehmens zu jagen, damit sie vom Feind dort nicht entdeckt wurden und so die jahrelange Zwangsarbeit in der deutschen Lufthansa AG zu vertuschen. Doch es war zu spät. Die Alliierten ließen sich von Erhards Vertuschungsversuch nicht blenden und erklärten das Unternehmen nach der Potsdamer Konferenz zu einer verbotenen NS-Organisation. Erhard musste als Staatssekretär von Hermann Göring in den Nürnberger Prozessen aussagen. Nervös saß er auf der Anklagebank, als der Richter ihn fragte: Haben Sie gewusst, dass Zwangsarbeiter aus besetzten Gebieten zur Arbeit in der deutschen Industrie gezwungen wurden? Erhard antwortete: Ich wusste, dass diese Leute angeworben wurden damals und freiwillig kamen. Ich wusste, dass viele sehr zufrieden waren, dass aber mit der Zeit, als die deutsche militärische Lage schlechter wurde, auch innerhalb dieser fremdländischen Arbeiter, wenn auch nur in einem kleineren Umfang, eine schlechte Stimmung aufkam. Es dauerte etwas, bis die Alliierten verstanden, wer Erhard überhaupt war. Nämlich nicht nur ein Industrieller, der Zwangsarbeiter beschäftigt hatte, sondern auch ein wichtiger Strippenzieher beim deutschen Militär. Das Ergebnis seines Prozesses war vernichtend. Er wurde als Hauptverantwortlicher der Zwangsarbeit während der NS-Zeit angeklagt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Erhard Milch und seiner fragwürdigen Vergangenheit bei der deutschen Lufthansa AG und schlagen ein neues Kapitel auf. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, lag Deutschland in Trümmern. Die Städte waren zerstört, die Wirtschaft am Boden. Doch aus der Asche der Zerstörung und den Schatten der Vergangenheit erhob sich ein Symbol der Hoffnung und des Wiederaufbaus, die Lufthansa. Die Menschen begannen, das Thema der Zwangsarbeit in Deutschland zu vergessen und das ganze Land strebte nach Wiedergutmachung und Neuanfang. Die Lufthansa, einst stolzes Symbol des Dritten Reiches, musste sich von den Fesseln der Vergangenheit befreien und eine neue Identität für sich und für Deutschland schaffen. Mit bescheidenen Anfängen, zunächst noch unter alliierter Kontrolle, begann die Lufthansa in den späten 1950er Jahren, ihre Flügel erneut auszubreiten. Neue Flugzeuge, die Glanzstücke deutscher Ingenieurkunst, rollten auf die Startbahnen unter den Augen begeisterter Zuschauer. Das neue Unternehmen hatte von der alten deutschen Lufthansa AG das Logo und die Namensrechte gekauft und so flogen hoch am Himmel über den Narben des Krieges die Lufthansa-Flugzeuge wieder von Ort zu Ort. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens wurde Kurt Weigelt, der für den demokratischen Neuanfang der Lufthansa stehen soll. Was viele nicht wussten: Kurt vertrat bereits vor dem Zweiten Weltkrieg die Erdöl- und Luftfahrtinteressen der Deutschen Bank. Auch im Dritten Reich war er eine wichtige Schlüsselperson des Regimes. Er hatte damals die Rolle als Leiter des Amtes Wirtschaft und war somit für das kolonialpolitische Amt der NSDAP tätig. Weigelt stand von Anfang an in engem Kontakt zu den führenden Kräften der Nationalsozialisten. Von einem US-Militärgericht in Berlin wurde er schließlich angeklagt, weil er falsche und unvollständige Angaben, wie seine Mitgliedschaft in der SS, zu seiner Person gemacht hatte. Nachdem Weigelt seine Strafe 2 Jahre lang im Gefängnis abgesessen hatte, betrat er erneut und unangefochten die Bühne der neuen Lufthansa. Und nicht nur Weigelt fasste wieder Fuß in dem Unternehmen, das sich von der düsteren Vergangenheit abheben wollte, sondern auch andere ehemalige NS-Mitglieder. Der Versuch der Lufthansa, sich von ihrer dunklen Vergangenheit zu lösen, verlief also irgendwo im Sand. Die 1960er Jahre begannen für die Lufthansa mit einer Flotte moderner Jetflugzeuge, darunter die berühmte Boeing 707. Dieser technologische Fortschritt verkürzte die Reisezeiten drastisch und machte das Fliegen komfortabler und leichter zugänglich für den Otto-Normalverbraucher. Diese Jahre waren der Übergang von Propellerflugzeugen zu den Jets und damit revolutionierte das Unternehmen das internationale Reisen. Die Lufthansa hat sich schnell als eine der führenden Airlines in Europa etabliert. In den darauffolgenden Jahren entfaltete sich das Streckennetz der Lufthansa schnell über den Globus. In den 1960er und 1970er Jahren
durchlebte das Unternehmen eine Zeit tiefgreifender und organisatorischer Wandlungen. Am Ende des Jahrzehnts stand die Lufthansa nicht nur als eine der führenden Fluggesellschaften in Europa da, sondern auch als ein Symbol für Innovation und Fortschritt. Dies legt den Grundstein für ihre weitere Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten. Bis in die 1990er Jahre modernisierte sie ihre Flotte, führte neue Flugzeugtypen ein und stärkte ihre Anwesenheit auf dem internationalen Markt drastisch. Der entscheidende Schritt kam im Jahre 1997, die vollständige Privatisierung, also die Umwandlung von einer staatlich kontrollierten zu einer privatwirtschaftlich geführten Fluggesellschaft, schenkt dem Unternehmen mehr Flexibilität und Effizienz. Noch im selben Jahr trat die Lufthansa der Star Alliance bei, welche das weltweit erste und größte Luftfahrtbündnis darstellt. Dadurch war sie in der Lage, konkurrenzfähiger zu bleiben. Denn einfach war das Geschäft schon lange nicht mehr. Als das Unternehmen den berühmt-berüchtigten Airbus A380 einführte, der damals das größte Passagierflugzeug der Welt war, unterstrich es seine Rolle als eine der führenden Fluggesellschaften. Der Gigant der Lüfte mit seinem einzigartigen Design und 853 Passagierplätzen ist noch heute ein Meisterwerk der modernen Luftfahrttechnik. Er absolvierte seinen Jungfernflug am 27. April 2005 und trat nach umfangreichen Tests und Zertifizierungsverfahren am 25. Oktober 2007 mit Singapore Airlines in den kommerziellen Dienst ein. Doch trotz seiner atemberaubenden Größe wurde der A380 mit Blick auf die Umwelt entwickelt. Im Vergleich zu seinen Artgenossen verbraucht er bei weitem weniger Treibstoff pro Passagierkilometer und ist bekannt für seine relativ leisen Triebwerke, was ihn zu einer umweltfreundlichen Wahl im Bereich der Großraumflugzeuge macht. Und das nicht ohne Grund. Die Lufthansa hatte verstanden, dass sie eine große Verantwortung als Fluggesellschaft hatte, vor allem gegenüber der Umwelt. Also investierte das Unternehmen ab den 2010er Jahren noch stärker in nachhaltige Technologien und umweltfreundlichere Flugzeuge, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. In lebhaften Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung schaffte es die Lufthansa auch, digitale Technologien in ihr Geschäftsmodell mit einzubringen. Wie ein geschickter Schachzug auf dem Spielfeld der globalen Märkte stärkte dieser Schritt Lufthansas Position in der Arena des Wettbewerbs und in einer Welt, die zunehmend von digitaler Vernetzung geprägt war. Das Ergebnis: Veredelung des Reiseerlebnisses durch problemlose Abwicklung der Kundenwünsche. Problemlos? Naja, zumindest beinahe. Denn das Unternehmen stand vor einer Epoche der Streikwellen. Es war ein strahlender Morgen, als Julia Meyer ihre Koffer für eine lang ersehnte Reise nach New York packte. Sie hatte diesen Urlaub lange geplant und freute sich darauf, die aufregende Metropole zu erkunden. Mit ihrem Ticket der Lufthansa in der Hand fühlte sie sich bereit für das Abenteuer. Als Julia am Frankfurter Flughafen ankam, spürte sie eine ungewöhnliche Unruhe in der Luft. Die Schlangen am Check-in waren länger als gewöhnlich und die Gesichter der Angestellten wirkten angespannt. Überall hörte man Fluggäste über Verspätungen und Annullierungen sprechen. Julia schaltete ihr Handy ein und sah die neuesten Nachrichten. Die Lufthansa-Mitarbeiter hatten mit einem Streik begonnen. Die Stunden in der Wartehalle wurden für Julia zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Sie war Zeugin von Familien, die verzweifelt versuchten, alternative Flüge zu buchen, von Geschäftsleuten, die wichtige Meetings verpassten und von Urlaubern wie ihr, deren Pläne plötzlich in der Schwebe hingen. Die Gründe für die Streiks liegen auf der Hand. Es war die Unzufriedenheit unter den Angestellten, insbesondere bei den Piloten und dem Kabinenpersonal, hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen und Gehälter. Die Angestellten forderten bessere Bezahlung, günstigere Arbeitszeiten und eine Verbesserung ihrer allgemeinen Arbeitsbedingungen. Die Lufthansa reagierte schnell auf diese katastrophalen Zwischenfälle. Sie führte intensive Verhandlungen mit den Gewerkschaften, um eine Lösung für die Streitpunkte zu finden. Diese Gespräche waren oft langwierig, ermüdend und komplex. Schließlich vereinbarte sie, einige Forderungen der Angestellten zu erfüllen. Dazu gehörten Gehaltserhöhungen, Zusagen bezüglich der Arbeitsbedingungen und andere Kompromisse. Die Streiks hatten noch etwas erreicht. Sie führten zu einer Neubewertung der Beziehungen zwischen der Unternehmensleitung und den Angestellten. Die Mitarbeiterzufriedenheit und deren Einfluss auf den Geschäftserfolg wurden zum Trend des Lufthansa-Unternehmens. Den Führungskräften wurde bewusst, dass es diese Zufriedenheit war, die das Unternehmen so weit gebracht hatte und dass eine faire Behandlung ihrer Angestellten für sie zur obersten Priorität werden sollte.
Schließlich waren sie ja nun Teil der neuen Lufthansa und wollten mit dem alten Unternehmen nichts mehr zu tun haben. Doch irgendetwas passte nicht zusammen. Während die Lufthansa sich bei den Streitpunkten mit ihren Angestellten einsichtig zeigte und sich strikt von der alten deutschen Lufthansa AG abgrenzen wollte, gibt es Faktoren, die wir genauer beleuchten müssen. Auf die Frage eines Reporters, denken Sie, Sie haben Fehler beim Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit gemacht? Antwortete die neue Lufthansa-Unternehmensleitung kühn. Da es keine nationalsozialistische Vergangenheit des Unternehmens gibt, können hier auch keine Fehler gemacht worden sein. Die Führungskräfte behaupten weiterhin vehement, dass die Geschichte der Lufthansa erst nach der NS-Zeit begonnen hat. Wir haben uns bereits mit diesem Thema auseinandergesetzt und wissen, dass es nicht so war. Und uns ist bewusst, dass die Lufthansa bei weitem nicht das einzige Unternehmen ist, das während des Nationalsozialismus in die NS-Schiene gedrängt wurde. Doch es gibt etwas, das die Fluggesellschaft von den meisten anderen deutschen Industrieunternehmen dieser Zeit für lange Jahre unterscheidet. Während diese an der Aufklärung ihrer NS-Vergangenheit arbeiten und die Berichte in Büchern, Konferenzen oder Zeitungen veröffentlichen, erweckt die Lufthansa den Anschein, als würde sie ihre dunklen Kapitel lieber unter den Teppich kehren, als diese aufzuarbeiten. Um die Vorwürfe zu vernichten, beauftragte die Fluggesellschaft den Historiker Dr. Lutz Budras, der eine Studie über die Zwangsarbeit während der NS-Zeit anstellen sollte. Als dieser jedoch seine Studie fertiggestellt hatte, entschied sich das Unternehmen, diese nicht zu veröffentlichen, sondern sie zu fotokopieren und nur auf drängende Anfragen zu versenden. Die Überlebenden der Zwangsarbeit der deutschen Lufthansa AG brauchen Studien wie diese und Beweise darüber, was ihnen damals widerfahren war. Russische Kriegsgefangene, die nach dem Einfall der Alliierten in ihre Heimat zurückgesandt wurden, hatten keine andere Wahl, als ihre Arbeitspapiere zu vernichten. Josef Stalin, der während des Zweiten Weltkriegs ein sowjetischer Diktator war, sah Bürger, die im Dritten Reich Zwangsarbeit verrichtet hatten, als Kollaborateure an. Er verkündete, dass jede Person, die mit der feindlichen Macht im Krieg zusammenarbeitete, nicht mehr als Landsmann der Heimat akzeptiert werden würde. Die Lufthansa könnte hier unter Umständen einiges wieder gut machen, doch leider Fehlanzeige. Ende der 1990er Jahre wurde das Unternehmen in den USA verklagt. Der Vorwurf, es habe mit dem NS-Regime kooperiert und im großen Stil Zwangsarbeiter eingesetzt. Die Lufthansa hat diese Anschuldigungen offiziell zurückgewiesen, und zwar vehement. Sie sei nicht der richtige Adressat für diese Klage, denn das Unternehmen habe sich nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet und deshalb mit Zwangsarbeit nichts zu tun. Doch für die Opfer ist diese Vergangenheit nicht so leicht zu verdrängen wie für die Lufthansa. Zeugenaussagen berichten von den Bedingungen, durch die sie gegangen waren. Nino Trizno, eine Russin und damalige Zwangsarbeiterin, erzählt, wir kamen in ein Lager mit Namen am Schwarzen Weg in Berlin. Ein Lager für Russen. Wir mussten in Gruppen zur Arbeit gehen und wurden von Jugendlichen mit Steinen beworfen. Ich arbeitete in der Hauptwerkstatt der Lufthansa. Sie brachten uns die Flugzeuge zur Reparatur und Durchsicht und wir schweißten Bleche auf alle beschädigten Stellen. Eines Tages hielt mich der Werkschutz an und sagte, geh zurück in die Baracke. Ich drehte mich um und sagte, Faschist. Er nahm sich einen Knüppel und schlug auf meinen Kopf und meine Arme ein. Ich kroch von ihm weg. Ich war 14. Geschichten wie diese waren kein Einzelfall, auch bei anderen deutschen Industriellen. Oft sind die Opfer nicht in der Lage, über das Erlebte zu sprechen. Es wird sie wohl nie mehr loslassen. Die Fragen, die uns beschäftigen, sind, wenn das neue Lufthansa-Unternehmen sich von den Gräueltaten der alten Lufthansa abgrenzen möchte, warum wurden dann verurteilte NS-Verbrecher wie Weigelt wieder in den Vorstand oder das Unternehmen geholt? Und wenn es wirklich darum geht, dass die neue Lufthansa rein gar nichts mit dem alten Unternehmen zu tun hat, warum weigert sie sich dann jahrelang, die Vergangenheit aufzuarbeiten und ihre Untersuchungen zu veröffentlichen, obwohl sie damit den Opfern helfen könnte? Hat ein solch großes Unternehmen wie die Lufthansa nicht die Pflicht, sich neutral mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Ende der 2010er Jahre schaffte es das Unternehmen endlich, zwei Bücher über ihre Firmengeschichte und deren fragwürdige Verstrickungen während der NS-Zeit zu veröffentlichen. Das Ergebnis der Buchrecherche sei noch viel belastender als erwartet. Die heutige Lufthansa Group, zu der neben der Lufthansa auch Swiss, Austrian Airlines,
Brussels Airlines und die Billigfluglinie Germanwings gehören, beschäftigt um die 104.000 Mitarbeiter. Mit über 700 Flugzeugen fliegt das Unternehmen seine Passagiere zu ca. 200 Zielorten in 72 Ländern und hoffentlich ohne weitere Streikwellen. Aus den turbulenten Anfängen, geprägt von Herausforderungen und Wandel, hat sich die Fluggesellschaft mit dem blauen Kranich zu einem Symbol für Zuverlässigkeit, Innovation und globalen Fortschritt entwickelt. Wenn dir die Geschichte der Lufthansa gefallen hat und du im Flow bleiben willst, dann klick jetzt schnell auf unser Dr. Oetker Video und schau dir die spannende und fragwürdige Entstehung dieses Unternehmens an.